brauche viel mehr davon, dafür brauche ich viel mehr Eisen. Okay, das wird heute Nacht nichts mehr. Verteilen wir wieder taktisch ein bisschen Licht. Du weg. Hier oben beim Umspannwerk auch. Und das 2x2 gefällt mir ganz und gar nicht von der Größe von dem Umspannwerk. Okay. Hier auch Licht, so. Also, wir brauchen mehr Schienen, damit wir gucken können, wo was ist. Wir brauchen einmal so ein Schienenhaltding. Dann brauchen wir hier den Zug. Ah, die Schienen müssen noch weiter nach oben. Der Zug hält dann hier oben und hier sind dann die Waggons. In diesen Abständen. Das müssen wir dann gucken. Okay, also nochmal ein Ressourcentrip. Primär für Eisenplatten. Ja. Und dann bin ich gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Vor allem auch das Timing. Also wie lange die Züge eine Station halten und so weiter. Das könnte noch recht friemelig werden. Das ist nachts, die Akkus verbrauchen sich. Aber es sieht okay aus. Jo. Dann stelle ich mich jetzt einfach neben irgendeinen Roboport und warte. Und wird dann hoffentlich gleich beliefert mit Eisenplatten. Oh, und wo wir jetzt die restlichen Slots hier haben. Was hätten wir noch gerne? Rot-grün-blaue Chips, Stahl, Eisenplatten, Kupferplatten, Kupferdraht vielleicht noch? Unknown Key Item? Öl? Nee. Fuel Blocks eventuell, damit wir... Ja komm, mach mal Fuel Blocks. 50. Damit, falls wir irgendwo mal ein Auto aufstellen, wir auch immer Treibstoff dabei haben. So, da kommen schon mal Kupferplatten an. Eisenplatten haben wir 100, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt davon welche bauen. Und warum zum Geier macht ihr das immer wieder? Wir kommen jetzt wieder hier mit 100 Robotern, um 30 oder so Dings da aufzubauen. Ich stelle dich echt mal runter auf 500. Weil wir haben da 5000 oder so eingestellt und es passen 5000 gar nicht rein. Deswegen wahrscheinlich das Problem. Und deswegen auch die Energieverschwendung, weil zigtausend Roboter rumherfliegen sind und immer wieder aufgeladen werden müssen. Ja, okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gerade Zugstrecken haben wir gebaut. Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Die gehören dahin. Ich hätte gerne mehr davon. Ich hätte gerne mehr Faster Transport Belts. Ja, ich hätte gerne die Züge von unten. Und jemand hatte auch vorgeschlagen, dass wir eine Innenbasisbahn bauen. Für dieses Hoch- und Runterlaufen, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Problem ist halt nur das Wasser zum Beispiel, das im Weg ist. Also es müsste irgendwo zentral sein. Das ist dann wieder ein Problem mit den ganzen Maschinen. So, also. Vier Dinger müssten reichen. Das heißt, wir setzen jetzt hier die andere Bahn ran. Was? Warum bist du nicht angezeigt? Diese Lok... Ah, so. So. Achso, wenn man das Ding öffnet... Go to Station. View Locomotive. Ah, okay. Du kriegst jetzt bitte Fuel Blocks. So, also sie hält hier. Hier wird sie befüllt. Mit Holz... Oder Fuel Blocks. Oder Kohle. Das ist die eine Locomotive. Das ist die, die in die Richtung hier fährt. Oh, Zeug. Dankeschön. Die andere ist hier hinten. Kommt hier überhaupt noch ein Dingens an? Nee. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen das ganze Ding weiter verschieben. Tut mir leid, Junge. Obwohl, die können da bleiben. Das hier muss nur weiter. So. Die Haltestelle hier kommt weg. Die Haltestelle hier kommt dahin. Steigen wir hier mal kurz ein. Fahren. Warte mal, wir müssen sie fahren lassen. Wie heißt die Station? Morgano. Du... Morgano, fahr da hin. Chuck. So. Du machst gerade die ganzen Dinge hier voll. Das ist falsch.
böse Kiste aus. So. Also die stehen immer noch richtig, sie sind jetzt halt nur für andere Waggons zuständig. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine Kiste. Ist zu weit weg, oder? Ja. Wir brauchen jetzt hier eine Kiste und ein Ärmchen, dass das Ding mit Treibstoff befüllt. So, also hier nochmal Holz. 100 Stück. Kohle. 100 Stück. Und das ist okay. Brennstoffzellen stellen wir selber eh gar nicht mehr her. Sollten wir auch da nicht anfordern. Also da wirst du befüllt. Und das reicht immer noch nicht. Mist. Okay, tut mir leid. Du musst weg. 3 von den Dingern müssen reichen. Vorerst. So, du da wieder ran. Wir brauchen eine blaue Kiste. Zing. Eine blaue Kiste. Da. Du hättest gerne ebenfalls Holz. 100 Stück. Kohle. 100 Stück. Und ein Ärmchen, das das Ganze reintut. Haben wir das Ärmchen da hinten auch gesetzt? Ja, haben wir. Warum wirst du nicht befüllt? Ach, weil du schon voll bist mit dem falschen Zeug. Ja, okay. Also wird befüllt, hoffentlich irgendwann mal. Ich werfe das mal rein. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Schienen verbinden und oben einen Trainstop hinsetzen, den wir auch mal bauen sollten. Trainstop. Und dann wird das Ding hin und her fahren. Und dann kommt das Feintuning mit dem B- und Entladen, aber das gucken wir dann. Vor allem hier wird das Ding nur entladen. Stimmt, die Station hier unten ist ja auch nur zum Entladen. Es wird ja nicht entladen und danach von was anderem beladen und dann fährt es weiter. Ist ja nicht so. Ist einfach nur der Endstopp und hier wird alles rausgenommen. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr davon. So. Wir brauchen noch ganz viele blaue Ärmchen. Ganz viele blaue Ärmchen. Ja. So. Wo sind die lila Kisten hin? Da sind die lila Kisten hin. Ich hätte es gerne echt so, dass man keine Sachen, also die Sachen, die man hier so blau markiert, dass man die nicht irgendwo anders ins Inventar legen kann. Dass die immer, egal wo man sie hindroppt, dass sie dann da wieder hingezogen werden. Weil sonst mülle ich mich ja alles mit diesen Geisterslots zu, das ist auch doof. So. Du da hin. So. Sollte hinhauen. Okay, also Zug ist voll beladen. Wir haben mehr als genug Stein und Stahl, um die Züge zu bauen. Das heißt, auf geht's. Wir bauen jetzt die Zugstrecke zu Ende. Machen es heil. So. Also, erster Knick. Theoretisch, wenn die beiden Basen nicht da wären, hätten wir den Knick unten auch so machen können, dass es direkt auf die Höhe geht, wo es später oben entladen wird. Dann würden wir uns die 2 Schwenker sparen. Aber die Basen sind halt noch da. Sie werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile da sein. Wahrscheinlich länger als wir. Ja, deswegen halt die 2 Schwenker. So, Schwenker Nummer 1. Hier. So, und den anderen Schwenker fangen wir von oben aus an. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Klick, 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 klick. Schwenker. Hey, super. Schwenker. So und so. Was sagen die Schienen? Sehen die gut aus? Hier ist so ein komischer Wobbel-Wobbel drin, aber das ist wohl okay. Die gehen fast 1:1 über. Okay, müsste soweit hinhauen. Das heißt, Zug kommt. Hat noch nichts, mit dem er beladen werden kann. Und ich muss... Das Ding macht echt ultra komische Geräusche. So, hier irgendwo ist der Zugstopp. Zugstopp? Zugstopp. Da. Jesse Smith Rogers. Wir können den Namen auch ändern. Erz 1. Ups. Erz 1, okay. Mauer wird beschädigt. Hier oben. Nein, die schießen nicht.
Ja, das ist nicht schön. Vor allem, weil ich gerade unsere eigenen Türme fast zerschossen habe. So. Jo. Mauer neu setzen. Warum habt ihr keinen Strom, verdammt? Oh. Okay. Keinen großen Strommast mehr? Bauen einen großen Strommast. Da. So, habt ihr jetzt wieder Strom? Ja, habt ihr. Ah, okay. Jetzt muss der Zug von unten einmal nach hier oben fahren. Das kann ich, glaube ich, nicht remote irgendwie steuern. Und dann muss er da oben da stehen bleiben, wo er stehen bleiben soll. Dann gucken wir, wo wir die Beladeärmchen denn anpassen müssen. Also wieder runter, wieder runter, wieder runter. Und dann starten wir den Zug gleich. Also wir geben als Ziel an RS1. Sagen den Start. Und dann springen wir in den Zug und fahren einfach mal mit. Das stelle ich mir recht schick vor. Noch schicker wäre es, wenn wir aus dem fahrenden Zug rausschießen könnten, falls Aliens kommen. Aber mal gucken. So, du kannst weg. Ich brauche mich nicht mehr. Du warst nur in Teststation. So, du fährst nach Erz 1. Warte mal. Ich benenne das Ding mal um nach Home. Also ich finde das Feature ganz schick, dass sie halt die Namen der Spender hier genommen haben für Stationen, weswegen man es eigentlich lassen sollte. Aber es ist halt doch zu übersichtlich, wenn man einfach, ne, Home schreibt. So, also Home und Erz 1. Was steht da? 30 Sekunden Wartezeit. Warte mal, kann ich reingehen und während ich drin sitze, das Ding befehligen? Okay, das heißt, er wird jetzt 30 Sekunden hier warten. Nichts tun. Und dann fährt er los zum Erzdings. Wird da 30 Sekunden warten. Und ich werde ihn dann einfach da anhalten. Würde theoretisch aber 30 Sekunden da warten, beladen zu werden. Und fliegt dann, fährt er wieder runter. Und das macht er ad infinitum. Sehr schön. Die Dinger brauchen noch Repair Packs. Oh, wir fahren los. Kann ich rausschießen? Ja, ich kann rausschießen. Sehr gut. Jetzt bitte nicht entgleisen oder so. Und boah, ist das Ding schnell. Ja, sehr geil. Oh, oh, Kurve. Kurve. Und stopp. Und das steht vollkommen falsch. Okay, aussteigen. Stoppen. Und ich... Ah, doch, kann ich zwischenlaufen. So. Ärmchen weg. Alles weg. Und ja, ich hätte auch einfach den Stopp-Dings da verschieben können, aber nee. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Das wird am Anfang eh reichen. Aber ich kann es ja schon mal für später vorbereiten. So, dann bräuchten wir hier unten auch noch Strom. Ja, bau so, ist egal. Dann kommen hier unten noch die schnellen Dinger hin. So, dann kommen hier noch die Ärmchen hin und das war's. Was? Ah, die stehen falsch. Die stehen da, wo die Kisten stehen sollten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und eigentlich könnten 6 sein, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie genau es positioniert ist. Das haut schon irgendwie hin. So. Kisten. Eisenkisten. Da seid ihr. Tick, 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 tick. Tick, tick. So, also Abtransport ist theoretisch fertig. Wir brauchen jetzt nur noch was, was abtransportiert werden soll. Das heißt... So. Und dann knabbern wir uns jetzt einmal hier durch. Dafür brauchen wir wieder Strom. Dafür brauchen wir die da. Strom, 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 da.
Unser altbewährtes Muster. Das wir eigentlich so gar nicht wirklich brauchen. Wir könnten theoretisch einen Abstand dazwischen machen, aber ist auch egal. Hauptsache ist Strom da. Und wir passen dann die Mining Drills den Strommasten an und nicht andersrum. So, also Mining Drill. Gib ihm.